Willkommen auf Tokyo Lifestyle, deinem Kanal für japanische Popkultur. Lass mir doch ein Abo da und ein Like, um mich zu unterstützen. Legen wir also gleich los. Wenn man in Tokio ist, kommt man nicht drum herum, auch einen kleinen Blick nach Harajuku zu werfen. Die Takeshita-Dori Street ist eine 350 Meter lange Explosion aus Menschenmassen und bunten Gestalten, die Harajuku bildet und für die Entstehung von über 40 Jahren Harajuku-Straßenkultur und Mode verantwortlich ist. Die vielen Geschäfte, die sich hier in den belebten Straßen aneinander drängen, sind vollgepackt mit Artikeln der Kawaii-Kultur und bietet dir die beste Gelegenheit, eine breite Palette von Produkten zu kaufen, die typisch für Harajuku sind. Von Punk- und Gothic-Mode bis hin zu bunten Accessoires und Nerd-Shops. Nicht zu vergessen die Harajuku-Snacks, mit Sahne gefüllte Crepes. Doch seit einiger Zeit ist ein Wandel zu erkennen, der durchweg negativ ist. Viele Geschäfte schließen nach und nach und andere Gebäude und Firmen eröffnen. Diese haben aber nicht viel mit Harajuku mehr zu tun, da sie 100-Yen-Läden, Elektronikläden bis hin zu teure Make-up-Stores sind. Nicht zu vergessen die Fülle an immer mehr Touristenshops mit T-Shirts mit dem Aufdruck I love Japan. Harajuku schafft sich ab, das merke ich persönlich über die Jahre. Doch damit nicht genug. Covid-19 oder auch das Coronavirus hat viele Geschäfte dazu gezwungen, dicht zu machen. Der Grund ist natürlich simpel. Alternative Stores brauchen eine gewisse Kundschaft, da sie nicht für die Massen sind. Wenn die Geschäfte dann auch noch schließen für 3 Monate und zudem auch heute noch sehr wenige Leute in Harajuku unterwegs sind, dann ist die Schließung schon fast unabdingbar. Deswegen habe ich mir auch im letzten Shop, der quasi noch übrig ist von Harajuku Fashion, einige Sachen gekauft und eben die noch zu unterstützen. Das werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich für meinen Teil bin über die Entwicklung sehr traurig und Harajuku ist schon heute nicht mehr das, was es einmal war. Um das noch mehr zu verdeutlichen, hier noch einmal ein Vor- und Nachher der Geschäfte und Anzahl der Menschen. Das war Harajuku 2017. Und das heute. Natürlich kann man sagen, dass der Tourismus ausfällt, da man noch immer nicht nach Japan einreisen darf. Das wird sich wohl erst im August vielleicht entspannen. Hier noch zu sehen einige Goth-Läden, die es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt. Dafür gibt es noch diesen Store hier, wo ich einige Sachen gekauft habe. Etwas sehr Trauriges ist auch dieser Nerdshop, der 2 Etagen alles hatte, was man sich vorstellen konnte. Doch jetzt ist er nur noch so klein, ohne wirkliches Merchandise. Das war ein kleiner Einblick in Harajuku und wie sich alles verändert hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder.